Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, einen Drogenbeauftragten für das Land Mecklenburg-Vorpommern. In der Tat, diese Forderung ist eine alte. Die ist auch nicht nur von der Fraktion Die Linken. Einen Moment, Frau Techtmeier, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind beim letzten Tagesordnungspunkt. Ich erwarte aber eine gewisse Disziplin, ansonsten werde ich die Sitzung unterbrechen und es verschiebt sich alles entsprechend. Gut, also die Forderung ist, wie gesagt, nicht neu. Die wurde allerdings auch schon einmal von der schon mehrfach zitierten Landesstelle selbst erhoben, diese Forderung. Ich glaube jedoch nicht, dass die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen das so gemeint hat, wie Sie diese Stelle hier auslegen. Sie messen dieser Stelle eine Bedeutung zu, die und geben ihr einen, praktisch in ihrer Begründung einen Auftrag, der ja sehr, sehr weitreichend ist. Deswegen, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück, deswegen glaube ich auch nicht, dass es ausreichen würde, um dieses Aufgabenspektrum zu erfüllen, einen Beauftragten zu haben und der macht das alles, sondern wahrscheinlich bräuchte er sogar einen Personalapparat. Und vor diesem Hintergrund muss ich mir ja die Frage stellen, wir haben gestern gerade unsere Haushaltsberatung hier abgeschlossen, das ist von meiner Sicht sehr haushaltsrelevant. Also ist der Zeitpunkt ein denkbar schlechter, das hier einzubringen, einen Tag, nachdem wir die Haushaltsberatung abgeschlossen haben. Aber ich will das hier jetzt nicht nur am Geld festmachen, sondern ich will meinen Eindruck, dass das hier sich nicht nur um eine Person, sondern wenn um eine Person mit einem Unterbau handeln muss, auch begründen. Zum einen mal ist festzustellen, und das hat ja diese Anhörung im Ausschuss auch ergeben, dass Mecklenburg-Vorpommern sich schon sehr frühzeitig dieser Thematik leider aus gutem Grund angenommen hat, weil das Drogenthema nicht nur die verbotenen Substanzen, sondern natürlich auch die leider legalen Alltagsdrogen. Und ich hoffe, Frau Präsidentin, das steht jetzt nicht hier auf der Tagesordnung heute, weil der Weihnachtsmarkt mit all den Lockungen bevorstehen. Weil leider, wie gesagt, die Alltagsdrogen hier sehr viele Konsumenten finden, was natürlich für die Bevölkerungsgesundheit mit fatalen Folgen rechnen lässt. Wir haben davon ausgehend sehr früh in Mecklenburg-Vorpommern ein Netz aufgebaut. Die Landeskoordinierungsstelle hatte eine zentrale Bedeutung. Wir haben viele Beratungsstellen, das Netz ist eben ja schon mal referiert worden, was alles zur Verfügung steht. Das ist natürlich in erster Linie erstmal für die Menschen, die schon betroffen sind. Ein ganz großer Schwerpunkt, das natürlich in die Zukunft gerichtet bei der Prävention liegen. Aber auch da sind ja viele Institutionen sehr hochrangiger Art intensiv mit beschäftigt. Zum Beispiel die Polizei. Die macht ja nicht nur Ahndung bei Verstößen gegen das Drogengesetz. Nein, da gibt es auch Präventionsarbeit bei der Landespolizei. Das gibt es aber genauso gut bei den Schulen. Da gibt es eine entsprechende Stelle, die sich mit allen Themen der von Suchtverhalten, also weit über Drogen hinaus, im Schulalltag befasst und dort auch einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zur Verfügung stellt. Es sind hochqualifizierte Einrichtungen und wenn ich denn in Ihrer Begründung lese, was der Drogenbeauftragte leisten soll, zum Beispiel Handlungsempfehlungen für die gesellschaftlichen Akteure zu entwickeln. Und nachher jetzt mal ganz abgesehen von der Koordinierung, die jetzt eigentlich immer bei der Landeskoordinierungsstelle sowieso von vornherein verortet habe, fragt man sich doch, wie soll denn das leistbar sein? Dann müsste er ja Konzepte für die Polizei entwickeln, Konzepte für das Bildungsministerium und diese entsprechende Stelle entwickeln, für die Beratungsstellen entwickeln und. Was soll denn das für eine Koryphäe sein, die dazu in der Lage ist? Funktioniert meines Erachtens nur mit wissenschaftlicher Mitarbeit, also einem personellen Unterbau. Ich habe aber nach Auswertung der Anhörung ihren anderen Eindruck mitgenommen. Wir haben eigentlich eine gute Struktur, ob die optimal ist,
sei dahingestellt, nichts ist so gut, als dass man es nicht noch besser machen kann, aber das Ganze politisch noch durch einen Drogenbeauftragten krönt, der, wie ich denn immer finde, bei den nächsten Haushaltsplanungen, wenn Berücksichtigung finden müssten. Aber was ich glaube, was man noch wesentlich verbessern kann, ist dafür zu sorgen, dass die Bundesmittel besser abfließen. Ich glaube, eine Aussage von vielen anderen negativen und positiven bei der Anhörung im Ausschuss war ja die, dass Bundesmittel zur Verfügung stehen, die einfach nicht unten in der Region, dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Denn auch das kam dort zur Sprache. Prävention muss dort passieren, wo die Menschen sind, in den Gemeinden, in den Städten, in den Betrieben, in den Schulen. Und dort ist viel an Struktur vorhanden. Vielleicht fehlt es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle an so ein bisschen Beratung und noch besserer Koordinierung auch durch die Landesstelle, um halt das zur Verfügung Stehende auch in vollem Umfang auszuschöpfen. Aber ich glaube, hier mit einem Beauftragten mit diesem Aufgabenspektrum aufzuschlagen oder einzugreifen, sage ich das mal, weil das ist ja auch ein Stück Bevormundung dann der Stellen, die bereits erfolgreich arbeiten und die da weitere Empfehlungen an die Hand bekommen sollen. Also ich glaube, das wäre wirklich ein langer Diskussionsprozess, den man auch nochmal mit der Landeskoordinierungsstelle zum Beispiel führen müsste. Und deswegen können wir an dieser Stelle heute diesen Antrag leider nicht zustimmen. Vielen Dank.